Willkommen bei JP erklärt euch die Apple-Welt. Heute wollen wir mal ein bisschen was anderes machen. Habt ihr schon lange nichts mehr von mir gehört. Aber jetzt wollen wir mal richtig Spaß denn. Und zwar habe ich Weihnachten bei der Suche nach Geschenken für ja, Apple-Fans, will ich mal sagen, bin ich hier auf die Seite von critstudio.cc gestoßen. Und unter anderem machen die Kunst aus Apple-Produkten, will ich mal sagen. Auch mal andere Sachen, aber Kunst aus Apple-Produkten. Und zwar machen die Folgendes. Ihr könnt euch hier einen Bilderrahmen kaufen, wo zerlegte iPhones drin sind. Also das hört sich auf den ersten Blick zugegebenermaßen ein bisschen seltsam an. Aber ich finde die Idee extrem cool und ich denke, das sieht auch schön aus. Also das ist in einem ordentlichen Rahmen und es sind ein paar Infos bei zu dem eigentlichen iPhone. Also ihr kriegt da von der ersten Generation bis, weiß ich gar nicht, 10 oder so alles Mögliche. Aber kostet 163 Euro. Ich meine, gut, das könnte man einfach mal ausgehen und sagen, ist okay. Aber ich habe mir gedacht, okay, das ist ja jetzt die meiste Arbeit, besteht ja wahrscheinlich darin, dieses iPhone auseinanderzubauen oder aufzukleben. Das kann ich ja vielleicht auch selber machen. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt mehrere Firmen, die das machen. Also Crit ist wohl irgendwie so die bekannteste oder die erste oder wie auch immer. Es gibt aber auch noch diese X-Reared. Ja, von den Preisen her ist das ungefähr gleich. Die sind ein bisschen teurer. Sehen aber ähnlich aus und so weiter. Aber die X-Reared, die haben einen Download von diesen Hintergrunddingern. Ach, muss ich natürlich mal finden hier. Tablet. Genau. Und da könnt ihr euch den Hintergrund runterladen, weil das ist ja eigentlich das, wo ich gedacht habe, okay, wie kriege ich das hin? Als iPhone hat man irgendwo rumliegen oder man kann das günstig kaufen. Aber ich brauche dieses Hintergrundpasspartout quasi. Oder ich müsste es selber machen, weil das ist mir immer zu aufwendig. Und da könnt ihr das runterladen. Ich habe jetzt einfach mal das 3G genommen, weil ich den mal jetzt habe. Das kostet 8 Euro. Das ist ja okay. Und dann können wir eigentlich schon anfangen. Also zu den Kosten, die jetzt entstehen werden, für mich, sage ich mal. Also, ich könnte es kaufen für 180 oder hier bei Crit kostet 160. So, ich habe jetzt aber bezahlt für das iPhone, wenn ihr das kauft, ein 3G, je nach Zustand, irgendwas zwischen 30 und oder zwischen 20 und 40 Euro. Ja? Dann 8 Euro für die Vorlage und nochmal 10 Euro für den Rahmen. Also das ist ein DIN A3 Rahmen oder knapp DIN A3 Rahmen. Und ihr braucht einen sogenannten 3D Rahmen, verlinke ich euch, aber könnt ihr bei Amazon kaufen für einen 10er. Also habe ich ganz grob 10 Euro für den Rahmen, 10 Euro für das Hintergrundbild und sagen wir mal 30 Euro für das iPhone. Dann habe ich roundabout 50 Euro. Ja, im Verhältnis zu 160, denke ich, können wir das einfach mal ausprobieren. Ja? So, jetzt wechsle ich mal die Perspektive. So, hier habe ich dieses PDF, was ich da runtergeladen habe, mal ausgedruckt, hier auf einem DIN A3. Der wird nicht ganz passen, da müssen wir noch ein bisschen zusammenbasteln, zusammenschneiden, aber der wird schon klappen. So, hier haben wir den Rahmen. Der ist von Ideal 6 oder so, irgendwie heißen die. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber ihr habt quasi hier die Scheibe und dann habt ihr dazwischen, ich glaube, 1,2, 1,3 Zentimeter Platz, das passt auf alle Fälle das iPhone dann nachher noch zwischen. Sonst habt ihr ja das Problem, das ist ja klar, ist ja einfach nur für ein Blatt Papier gemacht. So, und hier habe ich mein altes iPhone 3G in der 16 GB Variante. Da war, ich glaube, tatsächlich mein erstes iPhone. Und das können wir deswegen schön auseinandernehmen. Was wir brauchen, ist natürlich Spezialwerkzeug. Das habe ich, weil ich ja andauernd Displays wechsle und so, weil ihr müsst ja unten diese komischen Pedalboards oder wie die Dinger heißen, rauskriegen. Da braucht ihr ein extra Werkzeug für. Dann gibt es verschiedene Varianten, wie ihr das nachher festkleben könnt. Also manche sagen Heißklebepistole, Sekundenkleber,
doppelseitiges Klebeband. Da werden wir beim Doing einfach mal probieren. Ich habe aber gelesen, und das erscheint mir auch logisch, dass das mit der Heißklebepistole nicht so clever ist, weil der Heißkleber halt Fäden zieht. Ja, und man verbrennt sich auch schon mal in dem Ding. Also das werde ich mal nachher beim Doing machen. So, ich fange jetzt mal einfach an, das iPhone zu zerlegen. Das ist jetzt keine große Sache, da nehme ich euch auch nicht mit. Dann machen wir jetzt so einen Cut hin. Was hier auch ganz interessant ist, ihr könnt hier diesen QR-Code scannen und dann kommt ihr auf ein Tutorial, wie ihr das Handy auseinandernehmt, wenn ihr das noch nie gemacht habt oder das nicht kennt. So, mal eine kurze Zwischeninfo. Also das Schöne ist natürlich beim 3G. Damals hat Apple das alles noch ein bisschen anders gemacht. Also erstens waren die nicht wasserfest. Das heißt, kriegt der Display natürlich ganz easy runter. Ihr macht einfach nur die Schrauben auf und zieht das ab, weil das nicht verklebt ist und so weiter. Und guckt mal hier, ich wusste das gar nicht mehr. Da hat Apple sogar die Bauteile hier benannt. Ja, also die haben sich da noch Mühe gegeben. Und ihr könnt halt gut auseinanderbauen, weil ihr seht, hier ist relativ viel Platz auch noch. Ja, man sieht so, oh, das ist schon ziemlich dreckig und so. Aber das ist einfach easy. Ihr zieht hier erstmal die Schrauben alle ab und dann könnt ihr das komplett auseinanderlegen. So, ich würde sagen, das hat jetzt ungefähr so eine Stunde gedauert, wobei ich mich jetzt auch nicht sonderlich beeilt habe. Und wir haben alle Teile zerlegt und erstmal locker draufgelegt. Wackelt jetzt ein bisschen, weil ich das Handy so in der Hand habe. Also, was ein bisschen tricky war, falls ihr das auch nachmachen wollt, war die Ohrmuschel und hier diese beiden Borddinger, weil die sind noch hier unterm Display von hinten verbaut. Da habe ich relativ lange für gebraucht. Ich dachte, von dem Display müsste man gar nichts abmachen. Und hier ist das AMI Shield noch drauf. Das ist auch ein bisschen schwierig, das abzumachen. Da müsst ihr einfach mit Gewalt ran. Das Schöne hierbei ist ja, ihr müsst ja auf keine Schrauben und nichts achten, weil ihr braucht ja sonst nichts. Der Rest kommt ja eh in den Müll. Und was ich jetzt aus Sicherheitsgründen gemacht habe, ich habe mir jetzt hier einen Dummy gebaut von der Batterie, also hier ist die Originale. Aber ich will keine Batterie in das Bild haben, keine Ahnung, was da passiert. Deswegen habe ich mir einfach so ein Bild ausgedruckt und hier aus so einer dünnen Sperrholzplatte mir den Akku gebaut. Sieht zwar nicht ganz so geil aus, aber ich will keinen Akku da drin haben, der, weil das ist ja 2010er, ja. Also die ist ja schon 12 Jahre alt, was weiß ich, was damit passiert. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir da vernünftig festkleben. So, für euch sieht jetzt ähnlich aus wie eben, aber das ist definitiv neu, ist jetzt alles verklebt. Also, ich sage euch mal kurz, was ich gemacht habe. Hier und hier, weil da so extreme Höhen sind, zu überwinden sind, habe ich dieses dicke Glas-Tape da genommen, also dieses Schaumteil. Also hier, glaube ich, 4 Stück übereinander, da hinten eins. Alles andere habe ich mit dem ganz normalen dünnen doppelseitigen Klebeband festgemacht, bis auf den Vibrationsalarm und da oben den Knopf, weil der ist aus Gummi und da hält das Klebeband nicht. Und hier, das ist zu wenig Auflagefläche. Da habe ich ein bisschen mit dem Kleber die Höhen überbrückt. So, und jetzt habe ich hier links und rechts noch 1 Zentimeter abgeschnitten, weil er zu groß ist. Und jetzt kommt es in den Rahmen. So, und so sieht es jetzt fertig im Rahmen aus. Also 1:1 wie das gekaufte. Und wir haben über 100 € gespart und haben noch ein bisschen Spaß am Basteln gehabt. Und das ist echt mal schön, auch mal so ein aufgebautes iPhone zu sehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen, euch mal zeigen, eine Anregung geben. Bis dahin, euer JP. Ciao, ciao.